Hallo und herzlich willkommen zu We Are World. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Ich muss hier erstmal meine Controller, oh, das ist hier abgefahren. Hier meine Controller, suche meine Motion Controller und hier meine Hände. Lass die Dose, das Tablet fallen. Ups, das hat noch nicht ganz gelangt. Machen wir nochmal. So, haben wir. Zieh die Schublade auf. Hi. Ja, erstmal ein ganz herzliches Willkommen zu We Are World und wir spielen The London Heist, das Kapitel, das Vorkapitel. Hebt das Magazin auf. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und mir hier Gesellschaft leistet. Meine Waffe ist geladen. Ziel. Jawohl. Nice. Alles weggeschossen hier. Lass die Waffe auf das Tablett fallen. Oben. Okay, alles klar. Haben wir. Tutorial abgeschlossen. Sehr schön. Also das Tutorial haben wir jetzt gespielt. Jetzt geht's los mit The London Heist. Tutorial brauchen wir nicht wiederholen. Wir wollen jetzt loslegen hier. Mal eben gucken hier. Tutorial wiederholen. Spielmodus auswählen. Nicht ganz so schnell. So. Wireless Motion Controller wollen wir. Jawohl. Prolog 1. Gangster. So, Unterschlupf in East London, 6.32 Uhr. Wo sitze ich hier in so einer Halle? Ziemlich dunkel. Exit. Ich mich mal nicht ganz so schnell damit euch nicht schwindelig wird. Wir haben anscheinend einen Dieb an Bord. Serena ist verschwunden. Dieser miese Penner hat uns betrogen. Er hat uns ganz schön verarscht. Nein, nein, Frank. Ich weiß nicht, wo sie ist. Aber keine Sorge. Ich kenne jemanden, der es weiß. Ja. Ups. Ich glaube, derjenige sind wir. Du verstehst, ja? Ja. Okay. Okay, Frank. Oh, shit. Von hinten. Das können wir gar nicht haben. Du hättest eine Chance, was? Ui, es war Licht. Ja, und wie stehen deine Chancen jetzt, ha? Hände ich würde nämlich sagen, sie sind ziemlich mies, oder was meinst du? Der Plan komm war her simpel. Komm her, hier. Geh leise rein, hol Serena und bring sie zu Frank. Aber nein, du musstest ja eine Verschwindenummer abziehen. Was bist du? Der Art verschissener Zauberer? Weißt du was? Ich würde dir auch gern einen kleinen Zaubertrick zeigen. Ich glaube, der wird ihm richtig gut gefallen. Ja, pass auf. Tada! Ist das eine Patrone? Oh oh. Okay, ich habe nur eine Frage an dich. Wo verfickt ist sie? Keine Ahnung. The London Heist. Das war das Tutorial. Das zweite Tutorial. Hoi, jetzt bin ich im Lokal. Nice. Wow. Oh, hier ist richtig gemütlich. Ah. Gib mir mal her, die Fluppe hier. Nice. Na? Privatmeeting. Die Tür bleibt zu. French Tony ist tot. Du musst ihn gehen lassen. Er hat mit den Russen geredet. Fuck! Dieser verdammte Viktor Koslow. Und sein verfluchtes Russengeld.
Meiner, der wusste, wie es läuft. Er sagte immer, man verdient kein Geld aus einer Zelle oder einem Sarg. Recht hatte er. Bisschen kugeln, ja? Die Rossen haben überhaupt keine Ahnung. Die erschießen sich alle gegenseitig. Die töten Leute wegen nichts. Selbst ein korrupter Bulle merkt das, die bringen uns alle in den Knast. Wie man einen Mann wie Koslow klein kriegt, man macht ihn zum Narren. Mach das, und er wird so lautstark auf dich losgehen, dass ihn seine eigenen Leute töten, wenn es die Polizei nicht macht. Und deswegen werden wir uns heute das beschaffen, was ihm am meisten bedeutet. Gute Seinen Idee. Geliebten Diamanten. Serena. Das wirst du brauchen. Mobiltelefon. Ist sauber. Schmeiß es danach weg. Geh mal her. Ohrhörer. Ein Sony, das ist okay. Dann hast du die Hände frei. Okay. Geld. Für den Job, nicht die Pferde. Also, ich habe dafür gesorgt, dass der Alarm aus ist. Alles, was du tun musst, ist reingehen, den Diamanten holen und wieder rausgehen. Einfach. Ich wollte darüber was anderes schon mit dir Telefon reden. Hier. Mal die Fluppe. Es geht um was Geschäftliches. Also, es steht viel auf dem Spiel. Vor allem für dich, persönlich. Ich kenne dich. Hey! Was ist der Spacko denn hier? Hab ich nicht gesagt, dass niemand hoch darf hier? Bin ich niemand, oder Frank? Ich hab die Ausweise, die du wolltest. Dave Sloan hat sie gemacht, an seinem Computer. Danke, Mickey. Also, wir sind echt der absolute Hammer. Wir reden? Okay, worüber reden wir? Bist du die Polizei? Das geht dich einen Scheißdreck an. Ne. Jetzt geh und hol den Van. Okay, Frank. Tja, mein Lieber. Läuft. Meine Kohle. Wie ich sagte, ich kenne dich seit deiner Kindheit. Du gehörst zur Familie, seit wir dich aufgenommen haben. Und das bist du für mich. Familie. Okay. Das will gut. Etwas kürzer treten. Genießen, was wir über die Jahre aufgebaut haben. Komm. Ich hab hier Feuer. Nun komm. Hier. Gib mal Feuer. Oh, komm her, ja. Sehr schön. Na, oh, was hast du für schicke Ringe da? Mickey, aber er kann kaum alleine scheißen, geschweige denn den Laden führen. Andererseits hast du das Zeug dazu. Wenn's dann soweit ist, dieses kleine Königreich vor solchen Leuten wie Koslow zu beschützen. Aber du musst es dir verdienen. Weißt du, was das ist? Das ist das gesamte Geschäft. Gefangen zwischen den Seiten eines kleinen schwarzen Buchs. Zieh das heute durch. Und es gehört dir. Was haben wir da? Hau ab. Mhm. Kein Name drauf. Okay. Das war mal eine gemütliche Runde hier. Schöne Zigarre geraucht. Unterstupf in East London, 6.39 Uhr. Oh, jetzt bin ich wieder bei ihm. Shit. Das ist aber nicht so optimal gelaufen. So. Du hast Mundgeruch, Alter. Boah. Was klopfst du so? Du hast echt Nerven, mich so anzustarren. Ja. Du gehst nirgendwo hin.
und ich, wir spielen jetzt ein Spielchen. Und das Spiel heißt, wo ist Serena? Keine Ahnung. Du hast bestimmt gedacht, du wärst jetzt über alle Berge, hä? Aber du bist hier. Ups. Mit dir. Und wir fragen uns alle, ob du weißt, wo sie ist. Ich mach halt so laut, ich kenne keine Serena. Und es ist mir scheißegal, was Frank von dir hält. Ich trau dir nicht. Und weißt du warum? Weil es genau zwei Leute gibt, die Serena hätten mitnehmen können. Du oder ich. Und scheiße, ich war's nicht. Und du sagst mir jetzt... Verdammte Scheiße. Tja, die verdummten... Die verblödeten Handys, ne? Ist echt ein Glückstag. Er will mit dir reden. Geh mal her. Ja? Okay. Wir haben da wohl ein kleines Problem. Vergiss Mickey für eine Minute. Erklär mir einfach in deinen eigenen Worten, was genau passiert ist. Viktor Kozlovs Büro, 4.45 Uhr. Hui. Okay, ich bin in Position auf dem Dach. Ich sehe dich. Jetzt finde den scheiß Diamanten. Frank hat den Alarm geregelt. Ich sag Bescheid, wenn jemand kommt. Erstmal hier. Frank sagt, er ist in Kozlovs Schreibtisch versteckt. Check die Schubladen. Mal sehen, was du findest. So, das Magazin. Komm ich da auch ran? Da ist zu. Ne? Okay. Oh, eine Lampe. Nice. Na, kann ich da auch? Du brauchst einen Schlüssel, Mann. Ja, wo ist der? Wo ist der, Bro? Was ist hier drin? Die Wache kommt. Deckung. Oh, shit. Oh, shit. Das Büro ist sauber. Okay, ich muss erstmal die Waffe noch ablegen, glaube ich. Oh! Denk an den Plan. Wo ist Serena? Nach außen. Mal schon mal das Magazin in Reserve halten, ja? Ah, shit! Nicht um den Alarm kümmern. Ich hol den Van. Du musst dir den Weg freischießen. Okay. Noch sehe ich hier keinen. Oh shit, wo ist der? Schalt sie aus. Schnapp dir Serena und weg. Da. Oh, wie viele sind das denn? Komm her. Hab ich. Gewechselt. Hab ich. Ist da schon wieder ein neuer? Da, okay, hab ich. Da oben ist einer. Nun mach. Magazin, Magazin! Oh shit. Hab ich. Oh, oh, jetzt muss ich aufpassen. Shit, Magazin. Magazin! Jawohl, den haben wir. Oh, Magazin. Magazin. Mach doch nicht zu hier. Magazin. So, okay. Nächster. Und muss auch schon wieder ein neuer sein. Wow, 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 wow. Oh, da! Da, neuer. Neues Magazin. Okay. Hab ich. Da fliege ich schon mal in der Reserve. Oh, wie viele sind das denn? Hab ich. Nein, nicht noch mehr! Oh, Magazin, neues Magazin.
Okay, hab ich. Wow. Da unterbricht. Jawohl. Das ist aber ganz... Das ist der Diamant. Moment. Hab ich. Oh, schon wieder leer. Das gibt's doch nicht. Magazin. Ja, endlich. Okay. Gut geschossen. Jetzt schnapp dir den Diamanten und hab ich. Raus hier. Alright. Unterschlupf in East London. 6.48 Uhr. Moment. Verstehe ich das jetzt richtig? Ihr habt Victor Security ausgeschaltet, Serena geschnappt und seid rausgerannt. Also, wo ist das Problem? Ich will wissen, wo der Diamant ist. Wenn ich selbst runter muss, steckt ihr beiden richtig in der Scheiße. Hab hier eine Unterhose. Antworten, Mickey. Frank. Scheiße nochmal. Okay. Jetzt ist Schluss mit dem Spielchen. Nummer. Londoner Außenbezirke, 5:30 Uhr. Du fieses kleines Arschloch. Ich bin stolz auf dich. Na, wo sind wir jetzt? Wow, ist das cool. Wir sitzen im Auto. Sauber, Bo. Prost. Sauber. Mir wurscht. Ah, lecker. Hier mal ein Stück Bierchen ab. Ja. Oh, kannst du gar lauter machen hier? Wie geil ist das denn? Hast du auch Mucke hier? Ja, das ist doch mal was. Ah, herrlich. Schön gemütlich. So ist es. Hä? Boah, was geht ab? Krass, gib mir mal eine Wumme. Ich mach Bolognese aus dem Arschloch. Wumme? Wo ist die Wumme? Boah, krass. Da ist vielleicht irgendwo eine Wumme drin. So. Ja, geh mal her. Alter, jetzt geht das ab hier. Oh, shit. Wo ist die Wumme? Shit. Da. Oh, shit. Krass. Das gibt doch nicht, dass er immer noch lebt. Ah, krass. Okay. So, vielleicht ein Waffen nehmen.
Amok. Nächstes Magazin schon nehmen. Ah, der kann doch nicht immer noch leben. Dieses Magazin. Meine Güte, ist das anstrengend. Oh, alter Schwede. Wow, 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 alter Schwede, hier geht das aber ab. Oh, shit! Alter Schwede! Sauber! Yes! Oh, alter Schwede, ist das geil! Wow, was für eine coole Zeitlupe. Wow. Das war ja aber richtig geil. Alter, das hast du gut gemacht, mein Lieber. Lass dich umarmen. Bro, das war nice. Sehr geil, mein Lieber. Ja, ich glaube, die Höhle ist im Eimer. Wow, wow, wow. Frank hat gesagt, er würde sich um den Alarm kümmern. Er hat uns verdammt nochmal angelogen. Er ist dabei aufzuräumen. Genauso wie bei French Tony. Der verarscht uns von vorn bis hinten. Er dachte nie, dass wir den Diamanten kriegen. Er dachte, wir wären jetzt schon tot. Fuck. Unsere Höhle ist mega im Eimer. Serena. Das hast du gut gemacht. Wir haben Franks geliebte Serena. So ist es. Und er will sie. Und wenn er sie holen kommt, dann werde ich den Riesen mit so umbringen. Yes! Wow, was für eine Aktion! Unterschlupf in East London, 6.58 Uhr. Da ist er wieder. Unser tätowierter Freund. Huh, ich bin richtig außer Atem. Mein Gott, war das eine Aktion. Ach, komm schon, Frank. Geh ans verdammte Telefon.
sorry. Frank kann jetzt nicht ans Handy gehen. Er ist gerade mit ein paar Trotteln beschäftigt, die etwas über seinen Diamanten wissen. Also gib uns etwas Privatsphäre. Wie du vielleicht weißt, steht viel auf dem Spiel. Vor allem für dich, persönlich. Also muss ich mir die Hände dreckig machen? Oder erzählt mir einer von euch, was verdammt nochmal passiert ist? Hey, ruhig, Frank. Ich bin gerade dabei, die Lötlampe anzufeuern. Bist du verrückt? Wir sind nicht im finsteren Mittelalter, Mickey. Oh, Frank, es wird verdammt finster werden, sobald ich Ihnen die Scheißaugen ausgebrannt habe. Worauf spielst du an? Los, leg das weg, Mickey. Nein. Nein, Frank. Der Alarm. Dieser verdammte Alarm. Frank Stoney, du räumst auf. Was? Frank Stoney? French Tony war eine verdammte Petze. Und du weißt, was wir mit Petzen machen, Mickey. Versuch gar nicht erst, dich rauszureden, Frank. Ich hab satt, von dir verarscht zu werden. Du hast uns reingelegt. Jetzt bist du dran. Gott. So, jetzt Schluss hier! Und jetzt erschießt diesen Idioten! Hör nicht auf ihn! Er ist eine verfluchte Schlange! Töte ihn! So! Leck mich, Mann! Verdammte Scheiße! Wenn ich dich nicht so gut kennen würde, würde ich mir langsam echt Sorgen machen! Verdammte Scheiße! Okay. Lass uns hier abhauen! Koslov ist unterwegs! Du hast mir das Leben gerettet, Bro! So ein kleiner Mann! Ich bin dir was schuldig! Und so ein großer Stein? Er würde seine eigene Mutter dafür töten. So ist es. Jetzt mal ehrlich. Würden wir doch alle. Schlaf gut, Frank. Jo. Ja, meine Lieben, das war The London Heist, eines von 5 Spielen von We Are World. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Das ist das Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Würde mich sehr freuen. Das Abonnieren ist natürlich kostenlos nach wie vor. Ich wünsche euch noch was. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.